So, und zwar heute habe ich ein etwas anderes Spiel für euch am Start, mal etwas anderes als GTA, aber keine Angst, es wird weiterhin GTA kommen, nach wie vor. Nur, ich hatte einfach mal Bock auf das Spiel, weil das hat mich doch sehr angemacht, also ich habe die Bilder gesehen, dachte mir, jo, probieren wir mal das Ganze. Eins muss ich an der Stelle sagen, das Spiel kostet bei Steam, glaube 15 Euro ungefähr. Es ist im Moment noch eine Beta, das heißt, es ist noch nicht völlig ausgereift, es wird wahrscheinlich noch Verbesserungen kommen und noch mehr Einstellmöglichkeiten. Aber ich denke, für eine Beta kann man das auf jeden Fall mal testen. Aber ich muss sagen, wenn ihr es irgendwo kostenlos runterladen könnt oder bei einem Kumpel spielen könnt, würde ich es euch auf jeden Fall empfehlen, weil es macht dann doch ein bisschen Spaß. Man muss es auf jeden Fall mal gespielt haben. Aber für 15 Euro fand ich es doch ein bisschen zu viel. Deswegen würde ich euch empfehlen, das Spiel nicht zu kaufen. Aber ich würde euch empfehlen, das Spiel mal zu spielen. So, ich zeige euch jetzt ganz kurz, was es denn für Einstellmöglichkeiten gibt. Und zwar unter Optionen kann man hier einfach mal die Tastenkonfiguration machen. Ich muss allerdings sagen, es ist ein bisschen schwierig. Ich habe also auch ein bisschen gebraucht, um mich da ein bisschen zurechtzufinden. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwas verkacken sollte, weil das ein Live-Commentary ist, dann nehmt uns bitte nicht übel. Ihr könnt natürlich hier noch die ganze Qualität und sowas einstellen, aber das Spiel hat wirklich eine extrem schlechte Qualität. Also die Auflösung ist miserabel und auch die ganzen Texturen sind jetzt nicht so schön verarbeitet, aber das Spiel hat so viel in sich, wo ich natürlich auch verstehe, okay, das kann jetzt nicht top-grafisch sein, weil sonst wird es wahrscheinlich gar kein PC aushalten, weil da so viele Menschen dann quasi auf einem Schlachtfeld sind und ich denke, dass dort viele PCs Probleme haben werden. Aber ich stelle es einfach mal hier alles auf High. Ich denke mal, nachher muss ich es ein bisschen runterstellen, um euch noch ein bisschen was zeigen zu können. Aber fangen wir jetzt am besten gleich mal an. Und zwar am besten starten wir mal das Ganze. Dann habt ihr hier auf jeden Fall mal so das ganze Schlachtfeld. Könnt hier auf jeden Fall das Wetter einstellen. Also bewölkt, regnerisch oder clear. Ich mache jetzt mal clear, weil ich glaube, bei Regen oder so frisst es noch mehr Performance von meinem PC. Und dann geht da vielleicht gar nichts mehr. Dann könnt ihr hier noch die Uhrzeit einstellen. Spielt erstmal keine Rolle. Dann habt ihr hier noch 4 verschiedene Maps, wo ihr euch einfach mal das Ganze mal anschauen könnt. Ich finde das auf jeden Fall sehr interessant hier. Dann habt ihr hier noch Gebirge. Ich denke, da wird wahrscheinlich mein PC vielleicht auch wieder ein bisschen einkacken, weil es irgendwie, ja, weiß nicht, vielleicht zu viel Performance braucht. Ich weiß es nicht. Dann haben wir hier ein ganz komisches Ding. Das lasse ich jetzt einfach mal, Testmap. Ich fange jetzt einfach mal hier mit dem an, weil das sieht eigentlich relativ cool aus. Man kann so ein bisschen reinzoomen. Alles ganz easy und chillig. So, dann habt ihr hier die ganzen Kategorien von den komischen Teams. Und ihr könnt zum Beispiel mal hier die Einheit wählen. Da habt ihr zum Beispiel Medieval, Helden, Zweiter Weltkrieg, irgendwelche Monster, Fantasy und. Da habt ihr wirklich ein paar zur Auswahl. Ich nehme jetzt einfach mal Heroes, Golden Knight. Dann kann man hier noch Chuck Norris. Okay, soll vielleicht mal Anspielung sein. Ich nehme ihn jetzt einfach mal, gucken, ob es wirklich vielleicht der echte Chuck Norris ist. Und dann könnt ihr hier noch die Anzahl eingeben. Und das ist wirklich sehr interessant an dieser Stelle, weil ich gebe jetzt einfach mal 200 ein. Wir fangen klein an. Dann kann man hier noch die Position einstellen, ob die jetzt angreifen oder ob die nur abwehren. Das ist so von, ja, relativ wichtig, weil wenn ihr jetzt beide zum Beispiel auf Hold Position einstellt, dann passiert erstmal gar nichts, weil beide Einheiten und die mehreren Einheiten einfach die Position halten. Und das wollen wir ja gar nicht. Deswegen gehe ich jetzt mal hier, weil ich spiele gerne mit Team 1. Deswegen tue ich mal Hold Position. Rank Shape, das lassen wir jetzt erstmal so. Dann suche ich mir natürlich noch die Gegner aus und dann nehme ich jetzt einfach mal Fantasy. Habe ich jetzt noch nicht probiert, deswegen nehmen wir mal Fantasy. Oh, Orks, Orger und Zwerge. Da passen wir das einfach mal meiner Körpergröße an und ich nehme die Zwerge, Team 2. Ich weiß nicht, wie stark die sind. Ich habe ein bisschen Schiss, deswegen mache ich einfach mal 200 und das sind Attackers. So. Zusätzlich möchte ich natürlich noch irgendwelche Zombies mit im Spiel haben. Da bin ich hier einmal die Kategorie Zombie. Ihr könnt es jetzt theoretisch auf Team 3 machen. Das hat dann folgenden Effekt, dass weil die zwei Teams Attack eingestellt worden sind, greift Team 3 2 und 1 an, 2 greift 1 und 3 an. Das heißt, unter Umständen kämpfen die miteinander und ihr kriegt davon gar nichts mit. Deswegen möchte ich die natürlich im gleichen Team haben, weil dann arbeiten die beiden Teams zusammen gegen Team 1 oder gegen andere Teams noch. So, Zombies sind relativ schwach, das habe ich bereits schon ausprobiert, deswegen können wir mal ruhig 500 einstellen. Und dann seht ihr hier auf der Karte, wie das Ganze funktioniert. Also ihr könnt die ganzen Einheiten noch verschieben. Im Wasser fand ich es jetzt nicht so interessant. Ich fand hier das Schlachtfeld relativ gut. Und ihr könnt da mit der linken Maustaste hier noch, also wenn ihr linke Maustaste gedrückt hält, könnt ihr hier noch die Richtung eingeben. Und mit rechter Maustaste, mit links könnt ihr dann hier die Einheiten positionieren. Und das sind die Zombies. Ich möchte erst gegen die Zombies kämpfen. So. Ich bin nämlich grün. Das sind nämlich die Heroes. Jetzt gucke ich nur, weil, wie gesagt, die Grafik ist sehr schlecht bei dem Spiel. Man sieht den Pfeil kaum.
und es liegt nicht an meinem PC, also soweit schon mal gesagt. Und ich möchte danach gegen die Zwerge noch kämpfen, aber erstmal die erste Welle mache ich gegen die Zombies. Und dann gegen die Zwerge, so. So sieht es doch gut aus. Dann könnt ihr einfach mal den Battle starten und dann seht ihr schon das Bild hier und es sieht wirklich geil aus. Und genau dieses Bild ist wirklich, ich glaube, Ingame-Grafik, aber das hat man jetzt nicht irgendwie ein bisschen bearbeitet oder sonst was. Das ist wirklich tatsächlich so möglich. Nur ich weiß nicht, wer mit so vielen Einheiten spielen kann, ohne dass die Framerate nach unten geht. So, jetzt muss ich mich natürlich erstmal wieder gewöhnen. Also ihr habt dann natürlich die WASD-Taste. Mit der Maustaste könnt ihr das Ganze so ein bisschen anschauen und ihr seht schon, das sieht grafisch jetzt nicht wirklich so toll aus und ich muss mir auch erstmal zurechtfinden. Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Da ist die Burg. Und irgendwo müssen auch da meine Soldateneinheiten sein. Ach, Loading Units, da kommen sie doch schon. So, dann haben wir hier hinten die Zombies. Ne, das müssten die Zwerge sein, das sind die Zombies und das ist hier unten meine Einheit. So, dann gehen wir mal da runter. So, jetzt gucken wir uns mal die Einheit an. Es ist mit der Steuerung auch wirklich ein bisschen eklig, muss ich sagen. Ich habe jetzt noch nicht rausgefunden, wie ich da wirklich senkrecht mit dem Bild runterfahren kann. Heroes. Ah, ich wollte eigentlich Ritter. Okay, ne, egal. Das sind halt jetzt die Heroes. Ah ne, das sind die Chuck Norris. Stimmt. Und sie sehen nicht wirklich aus wie Chuck. Obwohl, ja, sieht mir ein bisschen mehr aus wie Bushido. Egal. So, wir haben hier unsere Einheiten. Und das Coole ist, wenn ihr jetzt zum Beispiel jetzt hier so einen markiert, dann seht ihr schon, dass der gelb markiert wird oder, ja, gelb leuchtet. Und wenn ihr dann mit der anderen Maustaste draufklickt, oder kann man das nur während dem Kampf machen? Ich habe nur mal kurz zum Probieren das Ganze mal getestet, deswegen vieles muss ich auch selber probieren und ihr seht ja links oben die Framerate, also die schwankt wirklich extrem zwischen 15 und ja 40 ab und zu mal. Das sieht im Kampf dann auch noch viel schlimmer aus, wenn viele Einheiten da sind. So, jetzt mit, wenn ihr das, die Taste K drückt, geht der ganze Kampf los. So, und dann kommen auch schon die ersten Gegner. Achso, ich wollte noch euch die Zombies zeigen, aber die kommen jetzt eher auf uns zu, ist überhaupt gar kein Problem. Und dann sehen wir hier schon die Zombies. Sieht auf jeden Fall richtig nice aus. Ihr könnt natürlich jedes Team spielen, also ihr seid jetzt nicht automatisch Team 1. Die Zwerge wollte ich da durchdrücken. Kommen aber bei den Zombies erstmal nicht. Oh, doch, da sind ein paar durchgekommen. Oh Gott. Ich hätte nächstes Mal muss ich die Einheiten auseinander machen weiter, damit ich da so ein bisschen noch zeigen kann. Jetzt bin ich mal gespannt, wie die sich schlagen. Oha! Doch, das sind Chuck Norris, die machen Roundhouse-Kicks. Oha! Die haben Zwerge. Alles klar. Okay, da fallen die Zombies um. Die Einheiten Chuck Norris, die sind natürlich overpowered. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Der Schagat dann durchkommt für die Gegner. Oha, da hat ja eine Reihe gereicht. Ist ja 5 Chuck Norris oder einer. Testen wir mal aus nach der Runde. Wird wahrscheinlich gleich vorbei sein. Das geht relativ schnell. Wie viel Einheiten denn ein Chuck Norris überhaupt aushält? Aber das ist ja geil. Diese überpowered, also over-überpowered. Also over-overpowered. Solche Einheiten mal. Weil ich bin ja schon so ein bisschen so ein Fan so von Spielen, wo man wirklich so super Einheiten hat, wo man gar keine Chance hat. Ich weiß, es macht natürlich wenig Sinn, mit Einheiten zu spielen, weil das Reizfeld die natürlich alle platt machen, aber das ist schon sehr geil, das gefällt mir. Aber was ich jetzt noch zeigen möchte, bevor der Kampf vorbeigeht, und zwar wenn ihr einen so gleich markiert, dann müsst ihr die andere Maustaste drücken. Und dann müsst ihr einfach mit WASD, könnt ihr ihn dann selber lenken und auch steuern. Nur mit dem Artikel ist es ein bisschen komisch. Es ist halt eine Beta. Jetzt Hund. Die machen ja gar keinen Schaden. So, ich markiere mir ein. Durch die linke Maustaste. Bam, tot. Roundhouse Kick. Bam, tot. Chuck Norris haben gewonnen. Ihr könnt da links oben Team 1, Chuck Norris, Remaining 200 und 700 haben sie gekillt. Und die Zwerge haben eigentlich, ja, gar keiner hat überlebt und gar keiner haben sie getötet. Okay, dann machen wir jetzt einfach mal die nächste Runde.
Man kann es auch hier kaum lesen. Ach so, genau, wenn ich ESC drücke, dann kann ich natürlich auch das ganze Weiße hier links einfach mal deaktivieren. Und so ist wieder on. Also Exit to Menu. Menu, Menu. Okay, wir müssen das anders einstellen, weil Chuck Norris ist dann doch ein bisschen overpowered. Dann geben wir einfach mal einen ein. Ne, machen wir erstmal alles clear. Dann machen wir hier mal Heroes. Chuck Norris und einen. Dann gehen wir einfach mal hier wieder auf Evil ein. Zombies machen wir einfach mal, ich denke 500. Wäre jetzt wahrscheinlich nicht unrealistisch, dass ein Chuck Norris gegen 500 Zombies kämpfen kann. Team 1, Team 2, der Rest ist clear. Alles klar, Start-Battle. So, probieren wir das Ganze mal mit einem Chuck Norris, ob der gegen 500 Zombies kämpfen kann. Es wäre natürlich richtig edel. Oh Mann. So, jetzt haben wir hier wieder das Komische. Das hat wieder übelst Ladezeiten. Und ich muss mich auch jedes Mal wieder zurechtfinden, weil die Kamera irgendwo random spawnt. Ich habe auch nicht rausgefunden, wie man direkt sich irgendwo an der Karte teleportieren kann. Finde ich ein bisschen schade, weil jetzt muss ich einfach mit der Maus und ihr seht, wie langsam das Ganze funktioniert. Aber im Moment lädt das Ganze eh noch, dann kann man die Ladezeit wenigstens ein bisschen überbrücken. Nur ich finde, man sollte dort spawnen, wo auch die Einheiten sind. Ach so, da sind sie ja schon. Ach so. Ah, nee, dann nehme ich das zurück. Ich habe vergessen, die Einheiten nochmal zu platzieren. Da hinten haben wir unseren Chuck Norris. So, gegen 500 Zombies gucken wir uns erstmal die 500 Zombies an. Sieht auf jeden Fall schon richtig edel aus. Gefällt mir wirklich sehr gut. So. Das sieht doch schick aus. Da geht mir die Kamera ein bisschen wieder zu schnell, weil ich würde das gerne so langsam episch mir mal angucken. Okay, aber bei 500 Zombies, das sind jetzt auch nicht so viel, weil das Spiel kann auch viel mehr. Das werden wir auch gleich anschließend testen. Wir werden es so lange testen, bis mein PC sagt, so, jetzt ist vorbei und Sadie, du bist ein Penner, weil dein PC viel zu RIP ist. Und so lange wird das Ganze hier funktionieren. So, wir haben hier unseren Chuck Norris und jetzt werden wir das Ganze mal starten. Ich habe den auch auf Angriff eingestellt. So, jetzt gucken wir uns mal das Schlachtfeld an. Jetzt bin ich mal gespannt, wie der so randaliert. Oha, mit einem Schlag halt tot. Oha. Alter, der ist total overpowered. Wie geil ist der denn? Alter, God-Mode. Man sieht leider keine Lebensanzeige, jetzt wird man schon interessiert, ob das Leben abgeschlossen ist bei Champion. Aber er scheint mir relativ wenig Probleme zu haben. Alter, der geht da durch die Zombies wie ein Elefant durch Butter. Herrlich. Sowas sollte mal in GTA kommen. Einfach so ein Overpower-Charakter. Okay, sowas gibt's ja, aber das fuckt ja die Leute ab. Und man muss sagen, die Hitbox der Zombies, oder allgemein bei dem Spiel, sind sehr, sehr seltsam. Also er haut einfach nur in die Luft, er trifft die Zombies noch nicht mal. Aber das ist halt, wie gesagt, besser. So, Round 1. Fight! Achso, nee, schon vorbei. So, dann gehen wir mal zurück. Ich glaube, der Chuck Norris, der ist ein bisschen overpowered. Ich glaube, mit dem macht es keinen Spaß. Und deswegen probieren wir das Ganze mal. Was wäre noch interessant zu zeigen? Ich wollte eigentlich noch mehr Zombies gegen Chuck Norris machen. Sollen wir das machen? Ach, wisst ihr was? Ich gebe jetzt einfach mal 50. Ne, 50.000 ist, glaube ich, zu viel. 5.000 ist zu wenig. Machen wir einfach mal 10.000 Zombies. Gucken, ob er gegen 10.000 Zombies kämpfen kann. Machen wir das auch wieder hier. Damit es noch schneller geht, stelle ich das hier genau vor ihn. So. So. Dann machen wir Start-Battle. Sieht auf jeden Fall. Also das Bild gefällt mir schon. Ich hoffe natürlich, dass sobald die Beta abgeschlossen ist und die erste oder die Vollversion rauskommt, dass das dann irgendwie auch vom Handling und alles ein bisschen besser ist. Weil es ist nur nicht benutzerfreundlich, muss ich sagen. Und den Sinn von dem ganzen Spiel habe ich eigentlich auch noch nicht entdeckt. Es macht halt Spaß, einfach so viele gegeneinander kämpfen zu lassen. Oha! Oha! Die Soundkulisse ist auf jeden Fall schon mal eine ganz andere. Das hört sich auf jeden Fall richtig geil an. Oha! Alles klar, der wird wahrscheinlich eine Stunde lang kämpfen. So sieht es doch richtig geil aus.
10.000 Zombie gegen Chunk Norris. Okay, PC läuft noch auf 10 FPS. Okay, viel mehr geht wahrscheinlich nicht, aber wir werden es probieren, bis der PC abkackt. Ihr seht ja, wie viele das sind. Alter, 10.000. Das ist heftig. Okay, das sieht richtig geil aus. Okay, jetzt gefällt mir das Spiel umso besser, weil ich mag einfach so das Übertriebene. Hier haben wir unseren Clown. Das ist der Zelinator hier. Kamera ein bisschen so. Oder würde ich einfach mal vorschlagen. Ah, ich kann auch nicht wegzoomen. Also ich würde das. Ah, die Kamera. So. Mit K starten wir das Ganze. 3 FPS, 2 FPS. Ach du je, oje, oje. Aber der marschiert da auch wieder durch wie Moses durchs Meer. Ich hoffe natürlich, dass die FPS-Rate wieder ein bisschen höher wird, sobald ein paar Zombies auf dem Boden liegen. Boah, das sieht ja mal richtig geil aus, wie die ganzen Zombies da losmarschieren. Da sollte sich mal The Walking Dead so eine Scheibe von abschneiden. Jetzt mal ehrlich. So viele Zombies, die sollten mal bei Walking Dead rumlaufen und dann hier die ganzen Akteure von Walking Dead. Das sollte immer so richtig abwechselnd. Das sieht schon richtig geil aus. Es sieht auch ein bisschen aus wie Rick, finde ich. Aber Rick ist gerade noch ein bisschen brutaler. Er lebt. Er hat schon 600 Zombies getötet. Alter, wie geil das aussieht. Okay, ich habe nur noch eine FPS von 3 bis 5. Aber es geht noch. Also es sieht nicht viel schlimmer aus als vorher. 10.000 Zombies. Ich glaube, an der Stelle muss ich ein bisschen vorspulen. Weil er hat erst 1.000 getötet. Also 10%. Aber er macht mir jetzt nicht so einen müden Eindruck. Also ich glaube, der rasiert da weiterhin. Ich glaube, das ist auch kein Problem für ihn. Vielleicht hat er auch Bot-Mode, ich weiß es gar nicht, ob das wirklich ein Charakter ist, der nicht gar nicht werden kann. Das könnte ich rausfinden, indem ich... Ja, ich trete mal Chunk Norris gegen Chunk Norris an. Dann sehe ich ja schon, was das eigentlich für ein Charakter ist. Das sieht so ein bisschen aus wie Street Fighter, so Ken von Street Fighter, oder der Geil von Street Fighter. Oh, you can! Das ist nicht geil. Gucken wir mal das Ganze von weiter weg an, damit ihr einfach mal so einen Eindruck habt. Alter! Seht ihr, was hier abgeht? So sehen 10... Okay, inzwischen nicht mehr. So sehen 8.000 Zombies aus. Aber jetzt möchte ich mal das ein bisschen schöner machen. Machen wir mal den Creator-Mode off. So, jetzt seht ihr das mal. Wie bosshaft das eigentlich aussieht. Wenn da einfach mal so 10.000 Zombies unterwegs sind. Das ist ja wie beim ApoRed-Fan-Treffen. Nee, wer hat das Fan-Treffen gemacht, wo eskaliert hat? Leon Marcher. Ja, so könnte man sich das Fan-Treffen ungefähr vorstellen. Die Security-Einheiten, die einfach mal auf die Fans einschlagen, weil sie Tomaten geworfen haben. Ich glaube, das ist das erste Spiel, also ich kann mich wirklich an kein anderes Spiel erinnern, wo so viele Einheiten quasi auf einem Schlachtfeld sind. Rum sind. So, wo haben wir unseren Chunk Norris? Boah, der stapelt. Oha! Das nenne ich meine Zombie-Welle. Wahrscheinlich sind beide Zombies übereinander, aber es ist ja Wasser. Und Wasser hat ja keine Berge. Aber hier hat sich so ein Berg. Ach, das sind wahrscheinlich die Leichen. Die Zombies laufen auf den Leichen, deswegen hat sich hier so ein Berg gebildet. Ey, ja, brutal. Jetzt gucken wir mal gerade mal, wie viele Einheiten noch am Leben sind. Die Hälfte hat er schon getötet. Fast die Hälfte. 1400 hat er jetzt getötet und 5500 existieren noch. Auf jeden Fall. Also Jungs, ja, vielleicht muss ich es doch wieder zurückgehen. Vielleicht sind es die 15 Euro doch wert. Aber ich muss trotzdem sagen, es hat auf jeden Fall keinen dauerhaften Dauerspielspaß. Also ich denke mal, man spielt es vielleicht so ein, zwei Stunden vielleicht. Und vielleicht für ein geiles Klick, geiles Thumbnail spielt man es dann vielleicht nochmal. Aber ich werde mal Chuck Norris versuchen anzugreifen, weil man kann ja nicht nur Chuck Norris oder seine Team spielen. Man kann es natürlich auch noch mit den anderen Team machen. Dazu muss man den Creator-Mode wieder anmachen. Nein, ich wollte den Kampf noch sehen. Okay,
Ich hab's verkackt, ich hätte ESC drücken müssen und ich wollte es einfach mit der Maus wegklicken. Aber wir wissen jetzt auf jeden Fall, dass Chuck Norris overpowered ist. Deswegen nehmen wir jetzt einfach mal eine andere Kategorie.